Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, Bärenhäuter. Im Jahre 1396, als Sigismundus, damaliger ungarischer König, von dem türkischen Kaiser Celapino geschlagen worden, ist ein deutscher Landsknecht aus der Schlacht in einen Wald entronnen und darin verirret. Weil er nun noch dazu keinen Herren, keinen Krieg, kein Geld und auch keine Hantierung oder sonst einige Mittel wusste, sich inskünftig zu ernähren, hatte er allerhand schwermütige Gedanken. Da erschien ihm ungefähr, und ehe er sich's versah, ein abscheuliches Gespenst oder Geist, weiß nicht, ob's der böse Feind selbst gewesen oder nicht, und sagte, wenn er ihm dienen wollte, so wollte er ihm Geldes genug geben und ihn endlich gar zu seinem Herrn machen. »Oh ja«, antwortete der Landsknecht, »aber mit dem Geding, dass mir solche Dienste an meiner Seligkeit nicht schädlich seien.« »Ich muß aber auch zuvor sehen«, sagt der Geist, »was du kannst und was du für eine Courage habest, damit ich mein Geld nicht umsonst ausgebe.« Indem er solches redete, kam ein großer, ungeheurer Bär dahergelaufen. »Diesen«, sagte der Geist, »schieße vor den Kopf.« Der Landsknecht war nicht unbehend, sondern traf den Bären auf die Nase, dass er über und über purzelte. Da solches geschehen war, fing das Gespenst oder der Geist an, mit ihm zu kapitulieren und sagte, »Wenn du mir dienen willst, so musst du mir 7 Jahre zu dienen versprechen und in denselbigen aller Nacht 1 Stunde schildwacht um Mitternacht stehen, deine Hart und Bart weder kämpeln, noch selbige wie auch die Nägel nicht abschneiden, die Nase nicht schneuzen, deine Hände und das Ahnsgesicht nicht waschen, den Hintern nicht wischen, diese Bärenhaut anstand deines Mantels zum Bettes brauchen und niemals kein Vaterunser beten. Hingegen will ich dich mit Kommis, Bier, Tabak und Branntewein versehen, dass du kein Mangel haben sollst, und nach den 7 Jahren einen solchen Kerl aus dir machen, dass du dich über dich selbst verwundern wirst müssen.« Der Landsknecht ging alles ein und sagte zum Geist, »Alles, was du mir zu unterlassen geboten hast, habe ich von Natur mein Tage niemals gern getan. Ich wasch mich nicht gern, ich bete nicht gern und etc.« Nach geschlossenem Akkord begehrte der Geist, seinen Namen zu wissen und ihn in seine Rolle, die er bei sich hat, zu schreiben. Als er aber eines heiligen Namen nannte, sprach der Geist, »Dieser taugt mir nicht. Du sollst Bären heute heißen wegen der Bärenhaut, damit du heute begabt bist worden.« Darauf zog er dem Bären die Haut ab und machte seinem Neugewobenen einen Mantel daraus und führte ihn mitsamt derselben Haut und all seiner übrigen Bagage durch die Wolken auf sein Lusthaus hin, welches öde Schloss vor dieser wunderbaren Fahrt seinen Namen bekommen haben soll. Dasselbst versah der Landsknecht seine 7-jährigen Dienste und wurde in solcher Zeit von Hauthaar, Bart und Nägeln ein solch abscheulicher Unflat, dass der Geist selbst ähnlicher sah als einem vernünftigen Menschen, der nach Gottes herrlichem Ebenbild erschaffen worden, sonderlich, wenn er anstatt eines ehrenbaren Mantels seine liebliche Bärenhaut um sich hatte. Denn seine Haare wuchsen lauter Höllenzöpf, die ihm um die Achsen herumhingen wie indianische Schafschwänze. Sein Bart war so voll von Rotz, Geifer und anderer Unlust ineinander gepeitscht wie ein grober Filzhut. Seine Nägel hatten die Gestalt wie Adlersklauen und sein Angesicht lag so voller mistigem Unflat, dass man dem gemeinen Sprichwort noch gar wohl hätte Rübsamen hineinsehen können. Nachdem er aber die 7 Jahre beinahe überstanden hatte, kam der Geist von sich selbst und bedeutete ihm an, dass er nunmehr Zeit wäre, einmal mit ihm abzurechnen und ihn der Gebühr nach auszuzahlen. Doch steckte er ihm zuvor seine Hosensäcke voller Dukaten und Pistolen und befahl ihm, sich lustig zu machen und kein Geld zu sparen, sondern zu tun und zu lassen, was seinem Herzen beliebte und dem Geld wehe tat. Aber dergestalt, dass er aus den Schranken des getroffenen Akkords und seiner bisherigen Gewohnheit nicht schreiten sollte, weil seine 7 Jahre noch nicht vollkommen verflossen waren, in denen sie sich zusammen verbunden. Der Landsknecht gehorsamte. Da ihn aber wegen seiner greulichen Abscheulichkeiten niemand aufnehmen wollte, wurde er traurig. Nachdem er aber auch von einem Wirt, deren Profession es dem Fremden um die Gebühr Kost und Herberg mitzuteilen, abgewiesen wurde, zeigte er ihm aus dem einen Hosensack eine Handvoll Dukaten und aus der anderen eine Handvoll Dublonen und wurde dessen willkommener Gast. Der Wirt logierte ihn in ein besonderes Zimmer, in welchem er ihn auch absonderlich traktierte, damit andere Gäste, ob seiner hässlichen Gestalt kein Abscheuens haben, noch ihm seinetwegen die Herberg in kein bös Geschrei bringen sollten.
In demselben mästete sich der Bärenhäuter von dem Geistesgeld aus, bis der Geist einen edlen Herren vom Lande auf die Reis begriffen zu sein wußte, der in selbiger Herberg einkehren würde. Da kam er bei Nacht und malete im selbigen Zimmer alle Konferät nach dem Leben der berühmtesten Personen, so seit Erschaffung der Welt gelebt hatten, als des Kains, Lambers, Nimros, Nini, Cerosaris, der Heliane, dem trojanischen und griechischen Fürsten, nicht weniger Sesostiris, Naberodondrosis, Ciris, Alexandri Magni, Juli Caesaris, Neronis, Caligulare, des Mahomets und etc. Ja, sogar auch deren Bildnis so noch in die Welt gekommen sollten, als der Wilder Christen und anderer und etc. Worüber sich der Wirt nicht unbillig wunderte, vornehmlich als der Bären heute ausgab, er hätte dieses Gemälde selbst verfertigt. Als nun angeregter edler Herr gegen Abend seine Herberg dort nahm und seinem Wirt, dem bekannt war, fragte, was Neues, erzählte er ihm alles, was er von seinem seltsamen Gast wusste und nicht wusste, als seinem wunderlichen Aufzug, seine große Kunst in der Malerei und dass er Geld wohl auf hatte. Der Herr antwortete, ich muß dies ungewöhnlich Wunder morgen auch sehen, sonst werd ich euch, was ihr mir sagt, schwerlich glauben. Wie er des Morgens früher selber sah, was er gehöret hatte, befand sich zwischen ihm und dem Wirt kein anderer Unterschied, als dass er die Kunst der Malerei besser als jener verstand und sich dann den Herr auch beides über die kunstreiche Hand und die Arbeit selbst mehres wunderte, denn ihre Perfektion war unvergleichen, und indem er sah, dass sich viel kontrafiert mit den künstlichen Antiquitäten verglichen, die er allbereits anderwärtlich gesehen, glaubte er, dass die übrigen auch denjenigen gleich sahen, deren Bildnis sie repräsentierten und die er bisher noch nicht gesehen. Er fragte den Bären heute, ob er solche Arbeit gemacht hätte. Derselbe aber fragte hin wiederum, wer sonst. Der Herr sagte hinauf, so musst du viel wissen, wenn du auch die Gestalten der künftigen Menschen zu entwerfen weißt. Allzeit, antwortete Bärenhäuter, weiß ich mehr, wie der mancher vermeint. Der Herr fragte, wer bist du? Jener antwortete, ich bin der Oberst Bärenhäuter, ein Soldat von Fortun und habe mich neulich im Krieg wieder den Türken brauchen lassen. Weil nun dieses ein neuer und noch kein schändlicher Name war, fragte ihm der Herr auch nicht weiter nach, sondern sagte, ich habe drei Töchter von gleicher schöner Gestalt, welche auch ihre Mutter ihrer Ähnlichkeit wegen oft selbst voneinander nicht kennet. Ich will dich solche sehen lassen, wirst du nun wissen, welche die älteste, die mittlere und die jüngste sei, so will ich dir eine davon zum Weib geben, welche du unter ihnen haben willst, wo nicht, so sollst du samt deinem Vermögen mir zum Eigentum verfallen sein. Da der Bärenhäuter dessen zufrieden, nahm ihn der edle Herr mit heim, ihm seine Töchter zu solchen Enden sehen zu lassen. Der Geist aber erschien ihm wieder und sagte zum Bärenhäuter, »Wisse, dieser Herr pflegt auf solche Fälle die Jüngste in die Mitte und die Älteste auf der linken, die Mittlere aber auf der rechten Seite zu stellen.« Als er nun auf solchen Unterricht sagen konnte, welches die Erste, die Andere und die Dritte war, zumal die Jüngste zum Weib begehrte, schwor der Herr alsobald, er wollte seine Parolen halten, wie er mit einem ehrlichen Kavalier gebühre. Gott geb, was die Mutter dazu sagte und wie sich sein Kind dazu bequemte. Er wollte auch die Hochzeit gleich vor sich gehen lassen, ehe ein anderer Gewirt reinkäme, aber der Bärenhäuter wollte nicht, sondern wendete andere Geschäfte vor, doch mit Versprechen, bald wiederzukommen. Und da er einen kostbaren Ring, der hierzu gebracht war, voneinander geschraubt und einen Teil davon seiner Braut gegeben hatte, ging er seines Wegs. Die Jungfrau Hochzeiterin aber kleidete sich vor Traurigkeit schwarz und wünschte vergeblich lieber allein zu leben, als sich mit dem abscheulichen Bärenhäuter zu verehelichen. Aber was half's? Ihr Herr Vater wollte es so haben. Ihre Schwestern gönneten ihr diese Heirat. Sie fixierten sie täglich mit ihrem schönen Hochzeitseiter und erneuerten damit stündlich und täglich die Wunden ihres ohne das traurigen Herzens, welche sie doch alles mit Geduld überwand. Der Geist kam hingegen wieder und führte den Bären heute in den Rhein ins Bad. Er richtete ihm seine Haar und beschor selbigen samt dem garstigen Bart auf die neue Mode und zierte ihn dergestalt auf durch so besonderen Anstrich, dass er dem schönsten Kavalier verglich. »Jetzt gehe hin«, sagte er zu ihm, »und montiere dich wie ein rechter, ehrlicher Obrister und lebe wie ein Herr. Ich will meine Schätze auftun, die ich hierum vergraben habe, um dir Geld genug hier zu geben.« Weil nun der Bärenhäuter kein erwünschterer Befehl hätte kommen können, war er desto gehorsamer. Er hielt sich mit schönen Pferden, herrlichen Kutschen, köstlichen Kleidern und vielen Dienern Livree wie ein Großvisier, und da es dem Geist Zeit deuchte, stellte er sich wieder ein und sagte zu ihm, »Jetzt fahr hin und verführe deine Heirat,
und damit er desto reicher erscheinen konnte, füllet er ihm beide Kutschenkisten voller Geld, welches er ihm beides zur Beschuldigung und zum Heiratgut mitgab. Also machte er sich auf die Reise und schickte seinen Trompeter voran, seinem künftigen Schwäher neben Vermählung seines Dienst und Grußes anzuzeigen, dass ein stattlicher Kavalier auf dem Weg begriffen wäre, ihm zuzusprechen und seinem Frauenzimmer gebührend aufzuwarten, mit einem Wort eine aus seinen Töchtern zum Gemahl zu begehren, wofern er anders gelitten werden möchte und keine Ungelegenheiten machte. Als er nun die höfliche Antwort bekam, dass er ein lieber Gast sein würde, ist er mit seiner Suite prächtig eingezogen und wohl empfangen, auch zur Bezeugung mehrerer Willfährigkeiten oben an die Tafel zwischen die beiden ältesten Töchter gesetzt worden, welche sich auch ihm zu gefallen, weil ihn jede zu bekommen verhoffte, trefflich gespückt hatten. Die jüngste aber behalf sich unten an der Tafel wie ein Turteltäublein, das seinen Gemahl verloren, sintemal sie als eine Versprochene keine Hoffnung schöpfen durfte, diesen ansehnlichen Herrn zu bekommen, wessen wegen ihr die Schwester mit den Augen manchen höhnischen Blick und mit Worten manchen empfindlichen und verächtlichen Stich gaben, welches ihr tief ins Herz geschnitten. Als nun der Bärenhäuter nach Vorweisung seines vielen Goldes das Jawort und unter den Töchtern von Vater und Mutter die Wahl bekam, zumal noch jede von den ältesten Schwestern ihr zu bekommen festiglich verhoffte, offenbarte er sich der Jüngsten durch ein Stück des voneinander geschraubten Ringels, davon er ihr hiebevor ein Teil zugestellt. So hoch nun diese hierdurch erfreut wurde, so sehr erschraken hingegen jene beiden, als sie sich ihrer Hoffnung so jählich beraubt sahen. Sie wurden so bestürzt, dass sie nicht mehr wussten, was sie taten, und ihre Eltern wurden so erfreut über der einen Tochter Glück, dass sie der anderen beiden Anliegen nicht wahrnahmen, welche zugleich von Schamhaftigkeit und dem Neid gegen ihrer Schwester angefochten wurden, als dass sie sich die eine selbst erhängte und die andere aber in einen Brunnen stürzte. Also, sagte der Geist, der dem Bärenhäuter ganz fröhlich erschien, nun haben wir miteinander ausgefischt. Du hast eine und ich zwei von den Töchtern bekommen, die hiebevor ihr Vater manchmal ehrlichen Kavalier versagt.